na, wie findest du denn die Veranstaltung bis jetzt so? Geile Sache ist das, ne? Ja, also... Wir waren richtig erfreut, wie sie uns ausgesucht haben. Wir waren ja eine Woche, einen Monat vorher hier und haben ja über uns Erkundungen eingezogen und haben mit uns, unterhalten, haben uns gefragt, was wir so machen. Und Willst du einen Schluck Saft haben? Ja, komm, dann gehen wir mal rein. Hallo, können wir mal ein paar Fragen stellen? Hallo, bist du halt die Verantwortliche für dieses Ganze hier, das Essen? Ich bin die Frau von dem Herrn Schmiele, der hier verantwortlich ist. Ach so, gut zu wissen. Ja, wir hatten jetzt das Essen alles zur Verfügung gestellt. Haben wir von der Bäckerei gespendet gekriegt, die den Namen nicht genannt haben möchte. Oh. Und Kaffee und alles haben wir von uns ermöglichen können. Und die Suppe, die auch, ist von dem Herrn Markus. Markus, komm mal bitte her. Markus, komm mal her. Der Markus hat uns die Suppe gestiftet. Ja, hast du die Suppe gestiftet? Ja, selber gekocht? Ja, natürlich. Selber frisch alles, ja? Ja, alles ganz frisch. Riecht sehr alles lecker, riecht sehr lecker. Alles vom Biobauern, ja. Und ja, jetzt verteilt er das schön hier. Ja. Ja, wir haben Spenden von Biolandbauern in Mützigen bekommen und haben das natürlich auch alle gekocht zu dritt. Toll, tolle Sache, wirklich. Ja. Das kommt bestimmt super an hier. Ja. Vielen Dank und viel Spaß noch. Gerne, danke schön. Tschüss. Das stimmt, da muss ich mithelfen. Ne? Ja, mach das mal, mach das mal. Hast du auch schon mal? Denn jetzt bestimmt schneller. Ja. Was? Ich hab viel Wort verstanden. Eine Rentnerseele. Der ist immer so fresh. Jetzt hier mal. Ach so, was? Mach ich ja gerade. Wichtig für der neue Meister. Okay, nächste Mal. Bist ja so mit dem Aussehen und so. Abgeschossen, abgeschossen. Also richtige. Wer ist das noch für ein paar Frauen offen? Ich weiß gar nicht. Immer noch die Frau von Horst. Ja, ja, nee. Ich will mir gerade noch fragen. Willst du uns einfach was dazu erzählen jetzt? Wir sind selber überwältigt, dass auch so viele Leute gekommen sind. Aber wir haben ja ordentlich die Werbetrommel gerührt. Und viele sind ja auch bei uns Abholer für Lebensmittel oder Schulsachen, die Kinder hier. Sind noch schön viele Sachen reingekommen heute an Spenden, ja? Ja, natürlich. Alle Sachspenden. Wie gesagt, 1000 Liter Öl bekommen. 1000 Liter Öl? Ja. Wahnsinn. Und einen Gutschein für eine neue Telefonanlage und einen ganzen Berg Schulsachen für die Kinder, weil unsere Mappi-Station war geplündert durch die vielen Flüchtlingskinder, die jetzt gekommen sind. Haben wir ganz viel auch Schulen unterstützt, diese Willkommensklassen unterstützt und plötzlich war die Lager leer und da haben wir gleich genutzt. Und haben gesagt, wir wünschen uns Schulsachen. Ja, können jetzt das mal aufstocken, dann geht's wieder los. Dann geht's weiter, genau. Super Sache, echt viel Erfolg noch und wir sehen uns bestimmt nochmal. Ja, ich hoffe doch. Ja, Dankeschön. Ich hoffe auch nächstes Jahr. Danke.